Bis dahin. Bye, bye, bye. Au! Arschloch! Ich will die Folge beenden. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Let's Play auf der PS4 mit eurem SpookyVF. Und wir sind dran, diese automatische Weizenfarm zu machen. Das Innenleben haben wir so ein bisschen jetzt schon mal gestaltet. Jetzt brauchen wir nochmal Eisen. Eisen war es doch, glaube ich, oder? Für die Haken. Oder, ich müsste jetzt lügen, Eisen ist hier. Verdammt, ich müsste es so langsam auch mal wissen. Wir brauchen 24 Haken. Ne, 12, genau. Das war auch unter Mechanismen. Wo war es denn? Wo ist denn der Haken an der Sache? Ey, Mann, das war doch hier, oder? Wo habe ich denn das? Ich habe ihn gestern noch gebaut. Verdammt. Ah, da willst du mich... Ah, hier. Ah, da gibt es sogar immer 2 pro Eisen. Ah, das ist cool. Da kostet es uns nicht ganz so viel. So, sehr schön. Und jetzt bauen wir daraus Fallendruhen. Und die sind... Ja, hoffentlich bei Truhen. Ja, gut. Sehr schön. So, da haben wir das nämlich auch schon mal erledigt. Jetzt müsste ich halt nur gleich mal noch einen Test machen, ob das funktioniert mit den Trichtern, ob ich das richtig gemacht habe. Ich bin mir da nie so sicher. Immer schön geduckt bleiben, weil so können wir die Truhen nebeneinander machen. Ne? Und sogar übereinander könnten wir die Truhen machen. Mit Eichen und... Ach, mit Fallen und normalen Truhen. So. So, dann schmeißen wir doch mal was rein. Ah, es ist jetzt im Trichter. Sollte jetzt eigentlich in die Truhe überlaufen. Macht's nicht. Oh, muss ich die Trichter wirklich an die Truhe dran heften? Verdammt. Ja, dann ist es hier falsch rum gewesen. Dann müssen wir sie nochmal abbauen, die Trichter. Und müssen die jeweils an die Truhen dran stecken. Naja, gut. Ist jetzt nicht so wild, würde ich mal so sagen. Kriegen wir noch hin. Gerade so. Ich kann mir das nie merken. Ich weiß nicht warum. Hab da immer das Problem. Jedes Mal das Neue. Und ich habe jetzt wirklich schon nicht wenig gebaut. In dieser Hinsicht. Mit Trichter und Kram. Müsste es eigentlich wirklich mal wissen. Oh, wir müssen auch wirklich die Trichter an die Truhe dran heften und deswegen müssen wir geduckt sein. Ansonsten geht's nicht. Ansonsten öffnen wir die... Warum? Achso, ich bin geduckt, ja. Nee, ich wollte gerade nur zeigen, was passiert. Wenn wir nicht geduckt sind, dann öffnen wir nämlich die Truhe. Und das wollen wir ja nicht. Und wir könnten den Trichter auch auf den Boden machen, aber da ist er nicht mit der Truhe verbunden. Also wir müssen den wirklich an die Truhe dran heften, dass das funktioniert. Die meisten von euch würden das... Siehst du, jetzt ist es in der Truhe. Ja, so muss das sein. Wundervoll. Herrlich, liebe Freunde. So, da haben wir das erste Mal abgeschlossen. Ja, jetzt mach mal hier den Schrott wieder weg. Und das Eisen, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Hier war es Eisen. Ja, die Weizenkörner können wir auch mal gerade noch hier reinlegen. Die brauchen wir zwar nachher, aber jetzt noch nicht. Wo ist denn der Lehm? Hier ist der Lehm. Hatten wir, hatten aber auch noch irgendwo violetten Lehm, oder? Ja, hier, oder? Ne, Sandstein. Ah. Wir hatten aber noch 100 pro. Wo? Nur wo? Hm. Oder täusche ich mich? Ne, hier hatten wir den irgendwo, ne? Ne, hier haben wir gebrannten Lehm, so. Und hier, hier ist er. Hier ist er, der violett gefärbte Lehm. Okay. Alles so ein bisschen durcheinander, muss ich gestehen. Naja. Egal. Jetzt geht's los. Holen uns mal noch ein... Oh, noch ein bisschen Schwarzeichenholz mit. Und gucken mal, wie das überhaupt aussieht im... Oh, als Brett. Ja, so. Gar nicht mal so schlecht, ne? Aber ein richtiges Muster würde ich mir schon auch gerne ausdenken. Keine Ahnung, wie wir das machen werden. Bui, bui, bui.
So, und es ist natürlich schon wieder dunkel, wenn wir hier das die Kammer verlassen. Ja. Ist der gerade despawned? Dein Glück, du doofer Creeper. Und schon wieder Monsterschrott direkt einsammeln. Da könnte ich ja reihen. Machen wir den Creeper weg, weil. Och. Ey, hab ich hier. Oh, ich hab ihn doch getroffen eben, oder? Man muss nämlich nicht unbedingt hier rumrennen. So, jetzt brauche ich hier irgendwo eine Wasserquelle auch. Das war wirklich. Also, hier haben wir viel Wasser, aber ich würde gerne eine unendliche Quelle mal bauen. Direkt hier in unmittelbarer Nähe. Am besten hier. Weil Wasser brauchen wir viel. Hoffentlich kommt jetzt kein Creeper. Ich höre die so schlecht momentan. Beziehungsweise gar nicht. Weil ich schon wieder vergessen habe, das Headset auf den Kopf zu ziehen. Ich habe jetzt ein anderes Headset an. Normalerweise ziehe ich dann zwei an, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Ach, warum hole ich denn jetzt eigentlich vier Eimer? Oh, ey, Mann, heute, Leute. Wie kann das noch was werden? Wie kann das noch was werden? So, jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wie weit das Wasser fließt. Dass wir das wirklich hier komplett abschließend haben. Dazu holen wir uns jetzt einfach mal die Erde und. Oh, Mann. Bauen uns mal so ein Grundgerüst. Hier wäre ja der Wasserfluss drin quasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, so weit müsste es eigentlich auch sein. Weil es muss ja genau oben in dem Schlitz enden hier. So, so also nicht. Wir brauchen. Ach so, warte mal. Ja, stimmt. Ah, doch, so müssen wir dann auch die Feldgröße. Machen oder planen. Dass das natürlich hier genau endet. Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich das überhaupt mache. Wir brauchen dann ja noch einen Wasserfluss hier drin quasi. Hier drin bräuchten wir auch noch einen Wasserfluss. Deswegen müssen wir das auch außenrum zumachen. Hier wäre das erste Feld, wäre in dieser Höhe quasi. Da holen wir uns noch schon mal die Erde. Ah, da können wir nicht mal drunter durchlaufen. Das ist blöd. Eigentlich wollte ich, dass wir noch drunter durchlaufen können. Aber egal, okay. Dann lassen wir das jetzt eben mit dem Durchlaufen. Aber das wäre das Grundgerüst, das wir brauchen. Ich hasse das Inventar. Oh Mann, du solltest schon hier bleiben, mal noch vorläufig, dass wir wissen, wie groß das Feld wird. Und deswegen machen wir das jetzt einfach. Wir ziehen es einfach durch. Wir ziehen das Feld bis hier hin. Da könnten wir jetzt eigentlich auch unten drunter Wasser machen, aber egal. Will ich jetzt gar nicht. So. So würde das aussehen. Und dann habe ich gedacht, dann machen wir hier, machen wir das dann seitwärts zu natürlich. Aber da holen wir dann schon die Holzbretter. Da müssten wir das hier aber so rum dran machen. So. Wo haben wir die Bretter hier? Bretter, die die Welt bedeuten. Oh ja, die sehen doch schön aus. Gefallen mir. Die Texturen vom Schwarzeichenholz. So, und hier drunter wäre dann quasi der erste Wasserfluss. Hier drinnen, in diesen Dingen. Und deswegen müssten wir hier irgendwie dann auch noch zubauen. Und hier das Wasser reinkippen. Ich glaube, das holen wir jetzt einfach mal weg, weil das lassen wir jetzt vorläufig mal noch zunächst. Und gucken zuerst, dass wir hier nochmal die Erde aufschütten. Das ist ja alles doch komplizierter. Da muss man schon einiges beachten. Und dann hätten wir quasi das erste Feld. Und dann geht es eine Etage höher. Da
das würde ich jetzt auch gerne noch gerade hinten dran hängen. Also, hier wird es eine Etage höher gehen, die Erde. Und quasi das zweite Feld. Da können wir dann auch schon drunter durchlaufen, das ist ja schon mal ganz cool. Komm, jetzt wechsle ich nicht extra auf die Axt. Oh, ich glaube, das wäre schneller gegangen als so, aber egal. So, noch machen wir auch noch einmal einen Test, ob wir alles richtig gemacht haben. Und schmeißen das Wasser hier hin. Nee. Ah. Ah. Noch eins weiter. Muss die Erde nach vorne. Ist aber nicht schlimm. Das stört uns ja gar nicht. So. Schön. Weil jetzt würde das Wasser nämlich genau dorthin fließen, wo wir es brauchen. Und da gucken wir mal, wie groß muss das Feld jetzt sein. 1, 2, 3. Ne, warte mal. Jetzt kommt das hier noch dazu. Obwohl, quasi könnten wir das trotzdem machen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also tatsächlich waren es die 8, die wir gesagt haben. So, 1, 2, 3, 4, 5 jetzt, oder? Ja, Mann, oh Mann. 7. Das ist unsere Feldgröße. Wir können, oder wir machen 8. Das sollte eigentlich auch gehen. Wir probieren es. Ah, komm, mach hin. Oh. Oh, oh, zu weit. So, da haben wir den Grundrahmen von den ersten beiden Feldern quasi gelegt. Also von dem ersten Feld. So. Es wird noch ein Heidenspaß hier. Aber Hauptsache, das Ding läuft mal. Wir müssen ja auch noch die elektrische Schaltung dazu bauen. Oder verlegen. Dass das Ganze auch vom Lager aus per Knopfdruck am besten. Obwohl das eigentlich egal ist. Das könnten wir auch außerhalb machen. Vielleicht am besten von beiden Positionen. Dann je nachdem, wo wir gerade sind. So. Ich würde sagen, dann geht man hier ja schon eins hoch. Oder hier. Hier, ne? Wäre optisch besser. Denke ich mal. Bin mal gespannt, wie das wirkt, wie das aussieht. Wenn wir es dann auch noch beleuchtet haben. Das kommt ja auch noch dazu. Oh, jetzt müssten wir hier ja nochmal eigentlich die Erde dran machen. Und dann müsste das eigentlich passen, hoffe ich mal. Das wird natürlich jetzt wieder getestet. Wir überlassen nichts dem Zufall. Jetzt, ja, jetzt, es würde auf jeden Fall dann bis hier runter geschwemmt. Genau, das passt nämlich. Es läuft zwar nicht hier ab, das Wasser, ab. Nee, Quatsch, nee, das geht nicht. Weil wir müssen, weil das Wasser wird ja von oben gestartet, also muss es durchgehend laufen. Schon würde hier gar kein Wasser mehr ankommen. Stimmt, weil wir ja nur einen Wasserspot haben. Okay, also können wir es doch nur so machen. Gut zu wissen. Dann läuft es nämlich jetzt komplett bis dort unten auf die Spalte, wo es rein soll. Ja, genau so. So soll das sein. Wunderbar. Und so werden wir dann auch noch ein drittes Feld machen. Und dort müssen wir dann auch irgendwie die Kolben einbauen, die den Wasserfluss blockieren bzw. starten. Und hier habe ich doch einen Fehler gemacht. Gerade mal wegmachen. Und hier dazwischen könnte man dann vielleicht auch eine Tür machen, weil weiß ich noch nicht. Das ist alles noch Zukunftsmusik. Sehen wir dann. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darf das Feld groß sein. Genau, und dann machen wir das nämlich hier auch. 3, 4, 5, 6, 7. Und die Folge geht zu Ende. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge genau an dieser Stelle. Euer SpookyVF. Bis dahin. Bye, bye, bye. Au! Arschloch! Ich will die Folge beenden.